Okay. Hallo, ich bin die Lara und mein Vortrag heißt Innovation, denn ich möchte euch heute das Lithium-Ionen ein bisschen näher erklären. Das Lithium-Ionen, das hat natürlich auch sowas wie eine Studentenbude. Normalerweise wohnt das in so einer schönen Lithium-Ionen-Batterie und wir zwingen das Lithium-Ionen gerne zu so ein bisschen Bewegung und wenn wir Strom anlegen, dann zwingen wir das Lithium-Ionen praktisch dazu, in die Graphitelektrode reinzugehen und dann beim Entladen wieder rauszugehen. Das Ganze gibt im Vergleich so eine schöne Schaukelbewegung. Deswegen nennen wir Wissenschaftler ganz unwissenschaftlich das Ganze auch gern den Schaukelstuhleffekt. Ja, wir gucken uns jetzt diese Graphitelektrode hier noch mal ein bisschen genauer an. Was jetzt leider häufig passiert ist, da kommt so ein schönes Ion vorbei, aber es hat so komische Flügel an, bisschen dick geworden. Das ist der Elektrolyt, der sich furchtbar gerne darum anlagert und ihr wisst bestimmt, was passiert, wenn jetzt dieses dicke Ion in diese Schichten reingeht. Das sieht dann so aus. Hier rechts sind einfach die Schichten furchtbar aufgeplatzt und unsere ganze Batterie ist kaputt und das gefällt nicht nur uns Batterieforschern nicht, sondern auch den Lithium-Ionen nicht. Die formen erstmal einen Beraterkreis, überlegen, was können wir dagegen so tun und kommen darauf, dass sie einen ihrer Ionen als Bodyguard bestimmen. Und dieser Bodyguard hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, hier den Eingang zu bewachen. So deutsch wie unser Bodyguard ist, stellt gleich mal ein Verbotsschild auf. Hier, ihr dicken Lithium-Ionen mit Flügeln, ihr kommt hier überhaupt nicht rein. Und schwuppsiwupps steht unser Lithium-Ion, also unser Bodyguard, schon vor seiner allerersten Aufgabe. Hier das schöne Lithium-Ion mit den Flügeln und gut wie unser Bodyguard ist, erkennt er, das wird hier nichts, du kommst hier nicht rein in deine Bude. Aber unser Bodyguard, der findet natürlich eine Lösung und zieht diesem Lithium-Ion die Jacke aus und ohne die Flügel ist das Lithium-Ion nicht mehr so dick und kann gut da reingehen. Ja, was da tatsächlich passiert, ist, dass sich so eine Schutzschicht hier bildet aus Lithium-Ionen und ohne diese Schutzschicht würde jede ihrer Batterien gar nicht funktionieren. So, jetzt frage ich mich natürlich bei meinen Batterien, hat sich da eine Schutzschicht gebildet oder funktionieren die aus einem anderen Grund einfach nicht? Und dafür habe ich eine Lieblingsmessmethode, das ist die Zyklovoltammetrie. Sieht komisch aus, ist aber eigentlich ganz einfach erklärt. Hier ist die Batterie, in diesem Fall die Lara 01. Ich benenne die Batterien gerne nach mir selber. Sehr kreativ. Und mit dieser Batterie gehen wir jetzt zum Arzt, so wie ich wissen will, was in mir drin so passiert, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe, nur weiß, wenn Scheiße läuft, machen wir das mit der Batterie einfach auch so. Und diese Messmethode funktioniert jetzt folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen nach Metall suchen, könnte irgendwas ganz Wertvolles sein und Sie haben dieses Messgerät und tasten dann mit dem Boden ab. Und genau das Gleiche machen wir auch mit unserer Messmethode. Wir tasten hier so bestimmte Spannungsbereiche ab und gucken mal, wo was passiert. Also Sie müssen sich vorstellen, immer wenn es bei dieser Messmethode piepst, dann ist da irgendwas. Und genau das Gleiche ist auch hier. Immer wenn es hier irgendeinen Ausschlag gibt, dann passiert da irgendwas und sonst halt nicht. Also im Speziellen, immer wenn ein Ausschlag ist, dann können Sie sich ziemlich sicher sein, dass da zum Beispiel ein Ion sich in irgendwelche Schichten einlagert. Ja, jetzt ist es vielleicht nicht mehr ganz so kryptisch, aber immer noch ziemlich unverständlich. Deswegen gehen wir jetzt wirklich mal mit unserer Messmethode zum Arzt oder mit unserer Batterie. Und klar, was könnte so ein Arzt mit Ihnen machen? Er wiegt sie erstmal. Aber das ist keine normale Waage, auch wenn sie so aussieht. Die kann ganz schön viel. Und zwar kann diese Waage bestimmen, was Sie so für einen Muskelkörperanteil haben, für einen Fettanteil. Und diese Waage ist so besonders, sie gibt es zwar nicht, aber sie kann bestimmen, wie tief die bestimmten Muskelschichten bei Ihnen ausgebildet sind, wie viele Muskelschichten Sie haben und wie viel da drinnen ist. Und genau das kann ich mit meiner Messmethode auch herausfinden. Sie haben hier diese paar Hügel und jeder dieser Hügel ist praktisch eine von diesen Muskelschichten. Und immer wenn es praktisch eine neuen Hügel gibt, wird eine neue Schicht aufgebaut. Also die Ionen gehen eine Schicht tiefer ins Graphit hinein und das ist genau das, was ich als Forscher sehen will.
Ja, als nächstes, was macht so ein Arzt? Erstmal Blutdruck messen. Kann ja sein, dass Sie einen schlechten Kreislauf haben. Was könnten Sie dagegen tun? Morgens ein paar Fitnessübungen zum Beispiel, wenn Sie auch so schlecht in die Gänge kommen wie ich. Und dann das Gleiche passiert gerne auch mit unserer Batterie. Sie sehen hier die schwarze Kurve. Das ist der erste Zyklus, also das allererste Mal, dass wir unserer Batterie überhaupt Strom anlegen. Der hängt hier im Vergleich zu dem roten und blauen so ziemlich hinterher. Das ist ein ziemlich schlechter Kreislauf hier. Und was da passiert, ist genau diese Schutzschichtenbildung. Am Anfang braucht die Batterie erstmal all die Kraft, die Power, um zu bestimmen, wer jetzt Bodyguard ist und denen zu sagen, wo die hingehen sollen. Und erst dann ab dem zweiten Zyklus kann die richtig gut funktionieren. Also, was ich vielleicht nicht so gut finde, wenn mir morgens erstmal schummrig ist, ist für meine Batterie vollkommen super, wenn die erstmal alle Kraft da reinsteckt, eine Schutzschicht aufzubauen und dann am Anfang vielleicht nicht ganz so super funktioniert. Ja, was könnte so ein Arzt noch machen mit Ihnen? Ja, Urinprobe. Gerne gesehen, ne? Ja, was wissen wir bei so einer Urinprobe? Kurz gesagt, wir messen, wie viel von dem, was Sie reingesteckt haben in Ihrem Körper an Nährstoffen, kommt auch so wieder unten raus. Das Gleiche wollen wir bei unserer Batterie auch wissen. Wie viel Strom stecken wir rein und wie viel kommt unten wieder raus? Und Sie sehen zum Beispiel hier, das ist das hier, was wir reinstecken. Sie sehen, wie tief der Ausschlag ist. Und das ist das hier, was hier wieder rauskommt. Und Sie sehen vor allen Dingen, dass hier in dem ganzen Bereich leider gar nichts passiert. Also das ist ein sehr, sehr schlechter Stoffwechsel. Es tut mir leid. Und hier kommt, also wir stecken ganz viel Energie rein und nur sehr wenig kommt raus. Und ja, natürlich sind diese Untersuchungsmethoden hier meine Lieblingsuntersuchungsmethode. Das ist verdammt cool, sowas zu machen, aber wir sind ja Batterieforscher und Forscher sind Spielkinder. Und wir machen auch ganz oft sowas hier. Wir bauen unsere schönen Batterien und wir packen die auf dem Dach von so einem Spielzeugauto und fahren damit durch die Gänge unseres Flures. Vielen Dank. Okay.